Wow, was für eine Aussicht. Hier habe ich die Zukunft ja voll im Blick. Du willst das auch haben? Dann schauen wir uns jetzt die Ausbildungsberufe an, die aktiv die Energie- und Klimawende umsetzen. Das machen zum Beispiel Kaminkehrer wie Udo und sein Auszubildender Louis. Als Experten für sichere und saubere Wärme sind sie auch mal dort unterwegs, wo man einen spektakulären Ausblick genießen kann. Jetzt heißt es volle Konzentration. Schornsteine und Abgasleitungen zu reinigen, ist nur eine von vielen Aufgaben im Beruf Kaminkehrer. Sie messen auch den Schadstoffausstoß von Heizungen und anderen Feuerungsanlagen und prüfen deren Sicherheit. Kaminkehrerinnen und Kaminkehrer sind Umwelt-, Sicherheits- und Energieexperten. Die Leine, mit der die beiden hier den Kamin reinigen, ist 20 Meter lang. Sie kann bei Bedarf aber auch noch verlängert werden. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Von ganz oben geht es jetzt einige Etagen tiefer. Auch dort sind Kaminkehrer im Einsatz. Komm mit! Im Heizungskeller führen Udo und Louis nun eine Abgaswegeprüfung und eine Emissionsschutzmessung durch. Hier geht es darum, dass die Heizungsanlage nicht zu viel Brennstoff verbraucht und entsprechend sicher ist. Wir hören mal rein. Die Abgastemperatur ist bei 186 Grad und der Sauerstoff bei 5,8. Okay, zeig mal kurz her. Kaminkehrer. Ein Ausbildungsberuf, in dem du Verantwortung für eine sichere und saubere Zukunft übernimmst. Wir bleiben im Heizungskeller, wechseln aber in ein größeres Gebäude. Und hier schauen wir Marc und seinen Kollegen über die Schulter. Sie sind Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und echte Profis, wenn es um Wasser, Wärme und Lüftung geht. Und vor allem sind sie echte Allrounder. Sie sorgen dafür, dass alles fließt und alles läuft. Von einfachen Anschlüssen bis, wie hier, zu großen Versorgungsanlagen. In diesem Beruf bist du außerdem Ansprechpartner für Nachhaltigkeits- und Energiesparfragen in allen Bereichen der Haustechnik. Photovoltaik, Wärmepumpe, Solarthermie. Mit diesen und vielen weiteren Themen kennst du dich als Anlagenmechaniker bzw. Anlagenmechanikerin bestens aus. Ein echtes Zukunftshandwerk, das spannende Aufgaben für dich bereithält. Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Schon in der Berufsbezeichnung steckt die ganze Vielfalt dieser Ausbildung. Auch Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen gehören dazu. Mit Fachwissen und Spezialwerkzeug. In diesem Ausbildungsberuf arbeitest du mit modernster Technik und hilfst dabei, unser Leben nachhaltiger zu gestalten. Akku leer. Tja, ohne Strom läuft nichts. Aber nicht nur hier. Und da kommen die Elektroniker ins Spiel. Sie sorgen nicht nur dafür, dass der Strom fließt, sondern sind auch echte Experten, wenn es um modernste Gebäudetechnik geht. Damit in so einem modernen Gebäude alles reibungslos funktioniert, sind Wissen und Fertigkeiten von Elektronikerinnen und Elektronikern gefragt. Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist zum Beispiel die Installation und Programmierung vernetzter Gebäudetechnik. In diesem Beruf sorgst du dafür, Gebäude energieeffizienter und altersgerechter zu machen. Smart Home lautet hier das Stichwort. Das bedeutet, dass die Technik in einem Gebäude miteinander vernetzt ist und zentral, zum Beispiel über eine App auf dem Smartphone, gesteuert werden kann. Moderne Messgeräte und Laptop gehören genauso zur Ausstattung von Elektronikerinnen und Elektronikern wie klassisches Werkzeug. Du erinnerst dich, dass ich eingangs über das Thema Strom gesprochen habe? Ohne den geht nichts, schon gar nicht die Beleuchtung. Auch das ist ein wichtiges Einsatzgebiet von Elektronikern. Damit sorgen sie dafür, dass uns ein Licht ein Licht angeht. Du willst die Zukunft mitgestalten und aktiv mit anpacken? Dann informiere dich jetzt hier über diese und viele weitere Berufe im Handwerk.